Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Und eins vorab, ja, mir ist auch heiß. Und ja, man sieht es vielleicht, wenn ich ein bisschen glänze. Aber, und deswegen halte ich das Video auch kurz, ich werde immer wieder gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen dem RM-Kreis und dem TM, was man ab und zu auch sieht. Und ich hatte mal bei einer Unternehmerveranstaltung die Frage aufgeworfen und da sagte mir ein Unternehmer voller Überzeugung, das R im Kreis heißt Respekt. Ich finde das eine interessante Interpretation, aber um es mal hier an der Stelle sozusagen genau wiederzugeben, das R im Kreis steht für Registered Trademark. Das kommt ursprünglich aus den USA, aus dem amerikanischen Markenrecht und soll bestätigen, dass eine Marke beim US-amererikanischen Markenamt und dem United States Patent and Trademark Office eingetragen ist und dem Markeninhaber wird damit voller Markenschutz bescheinigt. In Deutschland können eingetragene Marken mit dem R im Kreis gekennzeichnet werden. Die Nutzung des Symbols ist rechtlich zulässig und auch sinnvoll. Allerdings darf man das nicht irreführend an einen Namen oder ein Logo dahinter machen, wenn es sich tatsächlich auch eingetragen ist. Das verbietet das sogenannte Wettbewerbsrecht. Deswegen benutzt das R im Kreis nur, wenn ihr die Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt, beim Europäischen Markenamt oder vielleicht auch bei der WIPO eingetragen habt, um zu zeigen, R ist registered, ich habe hier Markenschutz. Das TM kommt ebenfalls aus dem amerikanischen Recht und es steht für unregistrierte Trade, also unregistered trademark, und wird als Zeichen verwendet, wenn eine Marke bereits angemeldet ist, aber noch nicht im Register, also noch nicht vollständig den Anmeldeprozess durchlaufen hat und die endgültige Registrierung vorlegt. Das TM-Zeichen darf auch nicht irreführend eingeführt werden, sagt man. Es gibt andere Gerichte, die sagen, die sehen das anders. Wie gesagt, TM bringt rechtlich nichts. Ich sag's mal so, weil man mit der Verwendung des TM keinen Schutz herleiten kann. Man kann es zu einem Wort hinzufügen, um zu zeigen, hey, ich beanspruche Markenschutz oder zu einem Logo, aber es bestätigt und bescheinigt rein gar nichts. Deswegen lasst das TM einfach weg. Mein Tipp an dieser Stelle, benutzt für eine eingetragene Marke das R im Kreis. Ansonsten ja, macht kein anderes Zeichen Sinn. Und das Copyright entfällt hier sowieso das C im Kreis, weil Markenrecht, Markenschutz damit gar nichts zu tun hat. An der Stelle mein kurzer Hinweis, weil ich weiß, ich werde auch immer wieder von Markenanwälten verfolgt, ist vielleicht das falsche Wort, aber beobachtet, und meine Statements hier sind keine Rechtsberatung. Das heißt, mein Wissen lese ich dann einfach, so wie auch heute, entweder aus Wikipedia vor oder in diesem Falle von der Homepage eines Rechtsanwaltes, der das sehr gut erklärt hat. Und zwar, die Homepage heißt IHR, also IHR-Law, wie Gesetz, law.de. Dort ist es sehr gut erklärt, wie die Zeichen zu verwenden sind. Wie gesagt, an dieser Stelle mal wieder betont, ich mache natürlich keine Rechtsberatung, weil mir das gar nicht zusteht. Und damit sollte das auch ein für alle Mal geklärt sein. Das soll es für heute gewesen sein. R im Kreis ja, wann und TM lieber nicht. Und ja, wenn euch meine News zum Marken und drumherum gefallen, lasst mir schnell einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Empfehlt mich weiter und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr auch wieder bei meinem nächsten Video dabei seid. Das kommt gleich morgen Vormittag und morgen Nachmittag dann wieder die Marke vom Markenfriedhof. Ansonsten jeden Tag Markennachrichten, Informatives rund um Marken bei uns aus dem Portal oder schaut in der Playlist, was wir so alles haben. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, Zuschauen, wünsche noch einen schönen Abend, freue mich, wenn ihr auch bei meinen anderen Videos dabei seid und sage einfach mal Servus.